Hallo und herzlich willkommen zu BeTheChange.World. Mein Name ist Robert. Liebe Freunde, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Ich bin Papa geworden. Maria hat unseren Sohn gesund zur Welt gebracht. Gleichzeitig lag sie zwischenzeitlich in Lebensgefahr, hat sehr viel Blut verloren, hat Blutinfusionen bekommen, befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr, kann laufen. Und in einer Notoperation haben sie den Jungen per Kaiserschnitt rausgeholt. Am Anfang war es alles andere als leicht, im Krankenhaus anzukommen, den Kleinen im Brutkasten zu sehen, sich in einem kurzen Moment zu freuen, und im allernächsten Moment kam die Sorge hoch, ob es meiner Frau gut geht. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben aktiv gebetet, Freunde. Ich lag auf den Knien, habe geheult wie ein Schlosshund und habe einfach gesagt, lieber Gott, bitte lass meine Frau überleben. Anschließend habe ich meine Herzchakra geöffnet und meine Herzenergie strahlen lassen. Bis ums ganze Krankenhaus herum. Und um 4 Uhr morgens kamen sie dann raus. Mit einem Tuch überm Gesicht haben sie sie rausgefahren. Ich dachte mir so, Leute, macht bitte keinen Scheiß jetzt bitte. Da hat sie noch geschlafen, war noch in der Narkose, ist aufgewacht. Und heute wird sie das Krankenhaus verlassen. Ich bin gestern kurz hoch auf unser Grundstück. Mal nach dem Rechten sehen. Und dieses Video fängt ein bisschen dramatisch an, Freunde. Wir sind in einer sehr schwierigen Zeit momentan, innen wie außen. Für viele ist das wirklich eine sehr harte Zeit, wo es an die Emotionen geht, wo es an die Substanz geht, wo man teilweise wirklich sich am Schopf aus dem Sumpf ziehen muss, die Depressionen nagen. Liebe Leute, jetzt beginnt endgültig die heiße Phase des Dritten Weltkriegs. Ich riskiere heute mit den Worten, dass mein Channel gelöscht wird. Wenn Sie das heute überhaupt noch machen, vielleicht spielt es gar keine Rolle. Ich sage heute viele Wahrheiten, Freunde, die dem System vielleicht nicht passen. Und in dem Moment, wo ich das sage, tröpfelt mir ein Tropfen auf die Kamera. Vielleicht sollte ich meine Klappe halten, aber ich halte sie nicht. Liebe Freunde, die NATO hat die Türkei soeben mit einer Erdbebenwaffe angegriffen. Das könnt ihr nachforschen. Guckt mal, gibt es Erdbebenwaffen? Was ist da passiert? Gab es Drohungen? Was ist da los? Wir befinden uns jetzt in der aktiven Phase des Dritten Weltkriegs. Als nächstes kommen Vergeltungsschläge gegen Großbritannien, Deutschland und die USA. Im Internet gab es eine Plattform, die nannte sich Deagle.com, beziehungsweise die Plattform gibt es noch, aber die Liste wurde rausgenommen. Da ist die Prognose für das Jahr 2025, die Bevölkerungsdichte, wie sie zu und abnimmt auf der Welt. Ich kann das kurz mal hier reinstellen. Wenn man weiß, was der Plan der Agenda ist, kann man kluge Entscheidungen treffen. Ich habe seit Jahren meiner Mutter erklärt, es kommt ein großer Krieg nach Europa. Mama, jetzt ist es leider soweit. Jetzt endgültig geht's los. Es ist ein Wechselbad der Gefühle für mich persönlich. Gleichzeitig bin ich Papa, bin hier in meinem wunderschönen Garten. Wir versorgen uns zu über 80% mittlerweile selbst. Ich weiß, ich werde genug zu futtern haben. Ich weiß aber auch gleichzeitig, am anderen Ende der Welt werden viele Menschen verhungern. Das ist nicht einfach. Liebe Leute, die nächsten Monate, und es beginnt jetzt, werden extrem schwierig. Deckt euch ein mit allem, was ihr noch bekommt, falls ihr nicht wegfahren könnt. Ich empfehle allen, die es können, Europa jetzt zu verlassen. Warum sage ich das? Weil die Agenda hauptsächlich ausgeführt ist, um die Weltbevölkerung zu dezimieren. Die Elite hat sich entschieden, wir sind zu viele. Ja, wir sind zu viele. Wie ungeziefer sind jetzt die Leute weg? Gleichzeitig kommt der Krieg, gleichzeitig kommt die schwerste Wirtschaftskrise der Welt und eine weltweite Hungersnot. Und ich sage das nicht, weil ich mein Leben nicht liebe. Ich bin ein super positives Kerlchen. Ich bin gerade Papa geworden. Aber ich sehe, was gerade mit der Welt passiert. Und ich richte mich heute an die, die wirklich noch weiterleben möchten. Die sich ein neues Leben aufbauen möchten, die dabei helfen wollen, die neue Erde zu erbauen. Wir sind Schöpfer. Gott ist in uns, Gott ist um uns, Gott ist die Natur. Jetzt gilt es, sich mit seinen Wurzeln zu verbinden, um Vergebung zu bitten für seine Schuld. Ich bin kein gläubiger Christ, aber da ist auch sehr viel Wahrheit in der Bibel. Und übrigens, das Johannesevangelium spricht genau über die Zeit, in der wir uns gerade befinden. In der Bibel ist das die Apokalypse. Die große Reinigung. Und jetzt kommen 7 Jahre Entrückung.
Und es steht auch geschrieben, man soll diese 7 Jahre einfach ausharren in den Bergen. Das ist, was wir hier machen. Und was danach kommt, wissen wir nicht. Gleichzeitig reden die Medien von Polsprung. Gleichzeitig berichten wir Menschen, dass bald ein Komet auf die... Wir wissen alles nicht, aber was wir hundertprozentig wissen ist, dass unsere 3D-Welt sich jetzt ändert. Und dass die 3D-Realität nicht die einzige Realität ist. Jeder, der mal Ayahuasca getrunken hat oder mit psychedelischen Mitteln sein Bewusstsein erweitert hat, der weiß, wovon ich rede. Es ist nicht die einzige Realität. Das bedeutet, für uns ist jetzt die Chance, eine höhere Stufe des Bewusstseins zu erklimmen. Und die, die es nicht machen, gehen halt. Liebe Freunde, ich fahre jetzt zum Maria, hole sie aus dem Krankenhaus ab. 2 Freunde, die hier sind, spenden noch Blut, um die Reserven aufzufüllen. Und ich wünsche euch und euren Familien alles erdenklich Gute. Ciao, ciao.